und Herren, wir begrüßen Sie bei stürmischen Regen hier in der Metropole der zerstörten Ukraine. Sie sehen hier eine originalgetreue Nachbildung. Das ist nämlich ein Zukunftsspiel. Aber hey, wir haben die Lampen wenigstens angeschaltet. Ja. Wir haben das Lämpchen angemacht. Die sind so komisch, aber die Lampen funktionieren. Wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wollte eigentlich Stopp drücken. Ich bin so bescheuert. Ich wollte doch jetzt diesen Schweißbrenner abschalten vor dem Fass, ne? Und habe ganz hektisch gedrückt. Aber nicht auf die Leertaste, sondern auf dem Maus. Ernsthaft? Das bringt nicht so viel. Das ist ein klassischer Fall von Fail. Mal zu behaupten. Schaffst du nicht. Ja, Daniel, was machst du da? Ja, spring. Spring einfach. Einfach springen, Daniel. Weißt du, manchmal einfach es gibt einfach Leuten, denen man einfach nur empfehlen kann, einfach zu springen. Oh, dass sie sich automatisch öffnet, habe ich jetzt vergessen. Du bescheuert. Daniel, der öffnet sich nicht automatisch. Natürlich. Du hast Doppelklick gemacht. Ich hab nur einmal Leertaste gedrückt. Naja, offensichtlich nicht, dann hat er das zweimal angenommen. Du musst den manuell öffnen. Der öffnet sich tatsächlich nicht automatisch. Ehrlich? Natürlich. Dann musst du aus... Naja, man kann aber auch manuell öffnen. Dann musst du ihn so günstigen Moment gedrückt haben, dass du es gleich wieder abgebrochen hast. Geh nach links, spring nach links, weiter nach links. Boah, Daniel, ich reiß dich in Stücke. Da kann man echt Pech haben. Am besten ist es eigentlich, wenn man in so einer Ebene eingesperrt ist, wo oben und unten... Alter. Ja, leck mich. Runde vorbei. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin verzweifelt. So, mal gucken, ob ich von hier aus einen guten Schuss abgeben kann. Oh, pass auf jetzt. Das ist jetzt die Kombi Best Laservisier und dann, pass mal auf, Scharfschützengewehr. Boah, nice, ey. Und auf einmal bewegt sich der Laser. Krass. Ey, weißt du, rein theoretisch ist es ja eigentlich schon sinnvoll. Nur, rein praktisch hat's in Hedge Wars keinen Sinn. Oh, wenn du den treffen würdest, ne? Das wäre so geil, wenn du den treffen würdest, ne? Und dann ja. Dachte ich, bring dich dadurch dazu, dass du das verfehlst. Wenn du so krass, du machst Laservisier an, denkst du, oh, schöner gerader Strahl, und dann willst du aktivieren, auf einmal bewegt sich das Teil. Erstmal Zusatzschaden. Und dann? Der Wetterbericht im. Oh, das wäre ein Anwärter für einen Super-Eagle. Ich weiß es schon. Stürmische Bedingungen, ich kann mich kaum noch auf der Straße halten. Auf der Straße? Auf der Straße halten? Was glaube ich für ein Bullshit? In der Luft halten. Ich kann mich kaum noch auf der Straße halten. Trotzdem wow, mache ich den Double Kill und es geht. Nicht schlecht. Was haben wir nun, Bombe? Ihr seid so schwul. Was? Ja, nee, nur Balper, nur Ballpistole, wenn ich. Oh nein, ich es geht nicht. Weiter auf Frau Weißkopf. Frau Schweißkopf auch genannt. Die jetzt Oh, Zusatzschaden ist echt hammerhart. Oh, Daniel, Alter, kannst du dir. Wird es nicht voll fertig gemacht, aber so. Kannst du dir mal eine Tüte... Nein! Ja, das war gegen Wind, ne? Ist ja klar. Schade. Und das war's mit dieser eleganten Runde. Und wo bin Elegante ich? Und wo bin ich? Und ach, da bin ich. Oh nee. Kannst jetzt erstmal das Heftbügel schnappen, was du sicherlich ohne Skrupel tun wirst? Boah, ich bin schon der Hammer, hä? Ohne Skrupel! Ohne Skrupel! Oh, ich merke, wir sind heute gut drauf. Das wird eine richtig lustig fluffige Runde hier. Eine fluffige Runde. Ach, apropos fluffig. Fluffy Bird. Nee, Flappy Bird. Flappy Bird. Das musst du nachher uns mal noch vorstellen. Also nicht, dass ich nicht kenne, aber ja. Die Internetversion halt, ne? Ja. Jo, das lässt sich einsetzen. Wir können ja schon mal anmerken, dass wir etwas in Planung haben. So Psst! Nein! Nee, wir wissen ja noch nicht mal, ob wir es aufnehmen. Was? Na doch, wahrscheinlich, ja. Ich aber wäre auf jeden Fall gerne. Ja, wir werden es ja sehen. So, jetzt werdet ihr mal hier pures Können in Aktion erleben. Oder auch nicht? Weißt du, wir haben die Rollen ganz klar vertauscht. Weißt du, Daniel ist halt total verplant. Benny bleibt sachlich und ich raste hier einfach mal aus. Naja, was ist das denn? Ich bleibe sachlich? Naja, du bleibst zumindest gelassen und sprichst monoton weiter. Ja, ich versuche einfach nur. Wow, krasser Scheiß. Das war mein Kill. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass er so viel hat. Das ist ein Killstil, der ja, Alter. Der hat zwei oder drei Ide getötet. Das habe ich nicht gewusst, ich bin nur aus Langeweile auf den gegangen. Not bad.
Ist natürlich schade, ne? Wenn ein Strahl des Feuers einfach mal daneben geht. Das Strahl, die sagt. Ich ziele auf dich, Tobi, ich ziele auf dich. Ja, ja, aber ja? Du benutzt ja nicht. Stark, oder? War nicht schlecht, war nicht schlecht. Muss man sich auch erstmal trauen, ja, brauchst du Mut für, brauchst du ganz viel Mut für. Ja, dafür brauchst du da bin ich mir auch an die Grenze der menschlichen, des menschlichen Gewissens gegangen, um das auszuführen. Bist an den Grenzen der menschlichen Belastbarkeit. Nee, Gewissen und Glück, warte mal, weißt du, womit das erinnert? Hast du nicht, war das nicht damals sogar dein Prüfungsthema in Ethik? Mir schwand da sowas, ganz düster. Eventuell? Hast du erzählt, dass du jetzt gerade Ethik lernst, also du hast einen VPC gesessen. Sekten hatte ich auch als Thema. Boah, Sekten auch? Sekten war wirklich der Teil, der mir die Eins verkackt hat. Sekten oder Insekten? Sekten. Ich hatte so eine schwule Scheiße, ey! Also ich hatte zwei Teilthemen. Also zwei mehr oder weniger grobe Themen. Und das erste Thema habe ich ohne Probleme, Gewissen und so weiter, ich abgerappelt, Junge, da hätte ich die Eins gekriegt, aber halt. Religion ja. Und Sekten. Da viel wichtiger ist ja, warum Ameisen nicht in Kirchen gehen. Weil sie Insekten sind. Ne? Oh, oh nein, ey. Jetzt kommt die Fortsetzung von Wohin. Ich sehe es kommen. Das ist die Fortsetzung von Körfieber mit Witze erzählen. Nein. Ich frage mich echt, wie hoch die Belastbarkeit von dem Fass beim, Schraubzieherhammer ist. Ach ja, Presslufthammer, genau. Bin ich auf den Begriff gekommen. Bitte. Daniel, kannst du mir einen Gefallen tun? Stopp. Ich bin schon letzter. Ey, Tobi, das war so fail, du hast genau in den Zwischenraum geschossen. Boah, ich glaube, ich hab hier... Benni, geh mal auf Tobi. Tobi, geh mal auf Benni. Benni, geh mal auf Toni und so Scheiß. Ich hab Toni hier, ja. Es gibt keinen Toni. Oh, der 6 habe ich bis jetzt noch. Und der heißt Volcano. Das ist der Toni. Volcano genannt bei uns. Nein, einer von uns Leuten heißt Toni und den nennen wir Volcano. Aus bestimmten Gründen. Nicht schlecht. Das war illegal. Doch ein blaues Portal elegant zerstört. Daniel, klau mir nicht das Wort des Tages. Elegant. Guck mal, wir sind ja hier auf der Ukraine-Map, wie ich schon erwähnte. Wir sind hier live von der Insel Grimm. Live von der Insel Grimm. Oh Gott, ist das böse. Oh Daniel, bist du schlecht. Bist du einfach schlecht. Ey Benny, wenn du elegant umformst, dann hast du Iglen. Hä? Was? Wenn du elegant umformulierst, dann hast du Iglen. Naja, das ist eine freie Interpretation, aber ich hätte jetzt sehr, sehr Bock auf das Lied. Wenn's um freie Interpretation geht, ja, dann fühl ich darauf. Okay, ich hätte so Bock auf das Lied. Die Sache ist, ich glaube, das ist nicht mal GEMA geschützt, weil. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder du redest doch von dem Lied, oder? Selbstmord Kommando! Was ist das denn, Selbststern? Boah, Alter. Du hast nicht das ist ein Schuss in den Ofen! Team Rocket, Care Time. Alter, so viel Anspiel und auch so viel Import, das kann ich, du den. Boah, Leute, ich hab eine überkrasse Idee. Ich könnte natürlich jetzt auf knapp vorbeiziehen, um den einfach zu killen. Ja, das war langweilig. Oder ich könnte es einfach mal episch machen und versuchen, alle Fässer hochzujagen. Das ja, bitte alle Fässer, Alter. Ich bin schon weit hinten. Tut meinen Abstand an. Komm, ich versuch's jetzt einfach mal so halbwegs. So Feuer frei, Leute. Boah, Alter. Die Explosion, Alter. Boah, Alter, der Knall, das hier hat. Aber so was, Mann. Der war nicht schlecht. Der war echt nicht Und es schlecht. Ist keiner down. Es ist keiner down. Es ist einfach nur ein Witz. Ich find's lustig. Ich hab nur noch. Dreieinhalb. Und das hat knapp vorbei. Du wolltest sagen, zwei. Was soll ich sagen? Ich hab nur noch 5. Was soll ich eigentlich sagen? Ich hab nur 3. Ja, du musst auch mehr leben.
Du hast auch gut. Der wird jetzt mit in die Haftmine fliehen. Nein. Und ist was? Der Computer sagt nein. So, damit an, Sahne. Alter, krass. Tja, der Computer ist auch nicht immer richtig, wa? Der Computer will das einfach nur nicht. Ja, weißt du, wenn ich der Computer bin, dann ist es schon klar. Ist er nicht dran? Vor Weißkopf, vor dran? Vor Dings lebt nicht mehr? Ne, vor Ziegen war dran, vor Weißkopf lebt nicht. Ist der dran? Hä? Wie kann der dran sein? Ich hab doch Leute gekillt. Ja. Oh, Daniel, und? Professionalität in Person. Oh, stark, Tobi. Da der springt wieder raus, wetten? Irgendwie. Geh unter. Geh unter. Ich ah, Alter, wenn der nicht untergeht. So geht's natürlich auch. Ja, ich bin ja hier runtergefallen. Falls sich noch einer erinnern kann an meine glorreiche Fass- und Schweißbrenner-Aktion. Kann nicht viel machen, außer jetzt auf Daniel zu. Ah, jetzt habe ich schon gesetzt. Scheiße. Würde ich gar nicht so. Kannst du noch rückgängig machen normalerweise. Boah! Cool. Nicht schlecht. Okay, nicht der wird. Elegant. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die Minen anfangs gar nicht gesehen. Ich habe das eher dann mehr oder weniger mit. Elegant. Und damit bin ich sowas von schon mal sicher auf den letzten Platz. Dass ich es sehr komisch finden würde, wenn ich tatsächlich noch. Ja, Daniel, ja. Weiter werde. Nein, das darfst du noch nicht vergessen. Ich muss einfach Zweiter sein. Du warst aber gerade im Dritter, Tobias, deinem Namen, also in der letzten ja, Folge. Wir sind ja nicht in Trackmania. Wir wollen es ja nicht übertreiben. In Trackmania bin ich halt einfach in Höchstform. Ah ja, okay. Nehmen wir mal so hin. Stellen wir mal nicht in Frage. So, Daniel, mit einem weiteren, was habe ich denn heute? Mit einem weiteren, zum Failen verurteilten Versuch? Daniel, wie kann man so schlecht sein? Du musst einfach nur. Boah, meine Fresse, Daniel. Schlag das macht mich nicht nervös, links. Wie du da immer schlag wieder hochhüpfst. Schlag ihn nach links, das macht einen echt nervös. Ich hab das ja nicht geschafft. Schlag ihn nach links in die linke Rüstung. Warum? Ja, das stoppt doch nicht. Na und, das stoppt da. Der kann auch runterrollen, immer noch. Daniel, du hast nicht mehr viel Zeit, mach's einfach. Daniel, mach. Schau mir. Ja. Oh, Daniel, Alter. Du bist. Boah, das. Alter. Da war ich richtig fit, krieg ich dann. Ja, guten Tag, ich bin. Ja, Benni. Frau Kaufuß hat sich schon in unser Gehirn gebrannt. Da werde ich richtig hinkriegen. Oh Gott. Ja, das hast du doch gerade gesagt, nicht ich. Naja, ich weiß, aber deswegen sage ich auch, oh Gott. No risk, no fun, Naves. Naja. Eigentlich wollte ich sagen, wenn du das jetzt überlebt, dann bin ich sauer. Aber da ich es noch nicht gesagt habe und da ich mich nicht blamieren will, sage ich jetzt einfach mal, ich wusste, dass er überlebt. Damit habe ich gerechnet. Ich wollte ja Daniel nicht töten. Ja, du siehst auf mich, du willst mich nicht töten. Ich will dich nur ein bisschen piesacken. Alter, wie weit soll ich denn noch zurücklegen, bis du mal auf Benny gehst? Würdest du mich eigentlich an meinen haarigen Eiern lutschen? Bist du mich eigentlich verarscht? Du bist doch gerade ablässig auf mich gegangen. Obwohl ich schon letztes Mal. Ja, Daniel, du stehst jetzt ja ungünstig, aber ich habe keinen Bock auf dich zu gehen, weil. Mit weißt du, ich gehe natürlich, ja geh natürlich auf Bennys 171er Wurm, der perfekt in einer. In einer. Igel! Der perfekt in einer 70,1 Grad Schräge in der Ecke. Oh, guck dir das mal an, ey. Wie fällt gerade? Anstatt auf dein. Wie geil das ist. 70,1. Oh. Nicht 70,2? Oh. Nein, hab ich genau gemessen mit meinem linken Auge. Mit deinem linken Auge? Alter, ich liebe diese Waffe von der Entfernung, das ist schon echt geil. Mit meinem so, Daniel, damit du das nächste Mal nicht so schwer hast. Stell mich jetzt hier an. Du kannst ja nachher mal ein bisschen was kaputt schießen. Aber Tobi steht ungünstig, weil alle seinen drei Igel seinen Schuss weiter. Na gut, was soll er machen, ne? Aber da den einen, ich warte nicht alle töten. Ein maximal. Stück für Stück so. Sollte ich auch vielleicht gar nicht machen. Das ist systematisch. Oh, Leute, ich hab ja noch einen anderen Wurm außer den knapp daneben. Nee, ich dachte, nee hast du nicht. Nee, du hast noch einen Wurm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich hab keinen einzigen Wurm mehr. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Doch. See ya. Nee. Hier, er hat aber auch gesagt. Aber du gehst selbst nicht auf Benny, ja?
Nicht mehr so ich dir, denkt sich Daniel gerade. Ja. In der Tat. I'm waiting. Oh, das ist eine Mine. Doof. Mine, ich habe keine Zeit für dich. Lass uns das später klären. Oh. Was hat der Wurm? Außer Schweißbrunnen. Naja, der Wurm an sich hat eigentlich nicht so viel. Okay, Mann. Immer ein bisschen. Hab mal ein bisschen Spaß. Wir sind hier. Ich glaube, wir können die Folge Daniels Rage nennen. Weil? Bist du abgegangen dafür heute? What? Ja, oder Tobis Fail. Ja, Gott des Glücks ist nicht auf meiner Seite. Heute mal nicht, ne? Boah, ich würde echt mal gerne wissen, wie diese Zufälligkeitsverteilung programmiert ist, wohin der Igel springt. Einmal im Jahr wieder dort halt auch mal Pause machen, Benny. Das musst du verstehen. Ja Gott, im Jahr vor allem. Da sind wir mal gar nicht überheblich heute. Boah, Alter, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Oh fuck, ey. Es ist. Jawohl! Der Tobi, ich hab Glück. Aber trotzdem scheiße jetzt. Das wollte ich nicht. Natürlich wieder schlecht, dass ich jetzt da so stehe. Da dran ist, dauert es wieder ewig. Wird doch interessant. Wenn Daniel jetzt alles Zerstörer töten kann, dann. Ja. Hä? Bist du gerade runtergebackt? Eigentlich schon, ja. Aber ja. Der stirbt nicht, der stirbt nicht. Ich sage, der stirbt nicht. Versuch möglichst hochzuschlagen, weil ins Wasser gehst du nicht. Es regnet, die Erde wird nass. Das war nicht so schlau. Ja, was hast du eigentlich geschlagen? It's raining, man! Hallo, it's raining, man. Oh yeah. Alle machen Halleluja, Daniel macht oh yeah. Ich hab doch Halleluja gemacht. Und dann oh yeah. Oh nein, der hat nur 47, das macht allein schon 45. Ups. Mann, ich wollte. Man kann es natürlich auch total verkacken. Mann, ich wollte halt selbst keinen Schaden riskieren, wenn ich mit mir schieße. Aber scheiß. Gehst du ja einmal auf Nummer sicher und schon ist beleidigt. Ja, bam. Genau das war meine. Ich hätte jetzt echt gehört, dass du auf deine Stunde gehst. Wow. Ich hasse es, wenn man jemanden wegen was Dringendes bei Skype anschreibt und der einen einfach nicht die Freundschaft annimmt. Achso, du schreibst alle an, nimm dich mal die Freundschaft an, das ist schon bitter. Na, natürlich könnte aber auch einfach daran liegen, dass, naja, mit der wollen jetzt nicht alle befreundet sein wahrscheinlich. Ja, will halt nichts mit zweitklassigen Chatmail-Erfahrungen zu tun haben. Ey, was sagt er? Ich sage, er schießt dieses Health-Packet an und trifft einen damit. Dem ja, stimme ich nicht zu. Okay. Ach, schade. Alter. Zum Glück hab ich gesagt, wenn du das schaffst, kriegst du 1 €. Zum Glück habe ich das nicht gesagt. Ich hätte Wetten annehmen sollen. Ich war am überlegen, ob ich sage, aber ich habe es zum Glück nicht gesagt. Zum Glück habe ich es nicht gesagt. Ich brauche auch gerade das Portal in der Luft. Nein. Jetzt hätte bestimmt, das hat bei mir das Portal oder die Luft gehandelt. Wer ist denn dran? Ach, da, okay. So. Oh Lord, mein Lord, könnten Sie bitte aufhören, mich zu. Ja, nee, du kannst ruhig auf den linken gehen, das ist okay. Dann überreichst du nichts, wenn du jetzt auf den gehst, ne? Ich werde doch ins Wasser. Ich werde genau dieses Mini-Futzerstück Land erwischen, das weiß ich jetzt schon. Das muss endlich. Daniel, wenn du so schießt, klappt's nicht. Oh komm!
Ernsthaft. Flüchte, Daniel. Oh Gott, das war's. Ich kann dir ja nicht mehr flüchten. Nicht meine Schuld, nicht meine Schuld, nicht meine Schuld. Na gut, aber wenn du jetzt in dem Schweißbrenner nichts Bedeutendes hast, oh, du hast Besuch, aber wenn du nichts Bedeutendes hast, dann wird das jetzt nicht sehr viel. Hast du mal die richtige Taste drücken? Langsamer! Starkes Ding, Tippen. Also, Risikobereitschaft ist da. Du bist auf ihm hinuntergerutscht. Ist es nicht auch was wert? Das klingt ein bisschen pervers. Das steht ungünstig, ne? Okay, das war gerade meine letzte Runde. Alles oder nichts war das. Also eigentlich müsste der jetzt sterben. Ja, der stirbt aber. So, jetzt müssen wir irgendwie Benny treffen. Schade. Oh, auf den gehst du? Das könnte was werden. Jetzt stehen meine Igel natürlich vorzüglich. Ja, aber ich habe auch noch so viele Igel, dass ich jetzt erst eine Weile brauche, bis ich dich... Oh, jetzt war der vorhin die große Explosion ausgelöst hat. Oh. Das könnte natürlich jetzt nochmal interessant werden. Mal gucken, was der so kann. Ich meine, er hat eine Sinuskanone. Er hat eine Sinuskanone. Die Sinusgöttin ist heute der nicht mehr die. So abnehmen. Yes. Ja. Yes, Sir. Ach nee, I, Sir. Yes, you're high. Yes, sir, ist von woanders, Daniel. Ja, yes, sir, ist von woanders, aber egal. Wir verstehen uns. Ich merke das, Tobi, ich verstehe uns. Wir lassen dich aber gerne in deiner kleinen, heilen Welt, ist okay. Ja, bricht jetzt auch nichts. Aber krass, wie Tobi aber konsequent auf die geht, die einfach mal nichts haben. Also gut, die haben was und das ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich habe jetzt keinen absoluten Nichtskönner-Igel, aber... Boah, nicht schlecht, ey, das Town. Das Town. Town, Junge. Das Town, Alter. Krass, das Town. Das ist voll die Stadt, ey. Fast. Nochmal. Proschuss, Junge, Proschuss. Ah, der wäre gekommen. Proschuss. Ist das ein Name eines antiken Griechen? Boah, Junge. Schnellschuss, Alter. Hast du gut abgesnackt? Oh, das ist der dran. Übrigens habe ich bei Lukas auch bei Battlefield 4 mal getestet, wie es ist. Und du hast verloren. Wir haben nicht gegeneinander gespielt. Ja. Er leider keine Zeitkontrolle hat, aber... Du hast trotzdem verloren, oder? Also wieder. Ich hab das erste Mal getestet, wie die... Okay. Ich habe nicht irgendwie Multiplayer oder so gespielt, einfach bloß mal getestet, wie sich Jet und so fliehen lässt und so. Ah ja, weißt du, bei einem Shooter, da will ich auch nicht online spielen, nee, da will ich erstmal ein bisschen mit dem Jet alleine rumfliegen. Ich hatte halt keine Lust, mich von irgendwelchen Typen killen zu lassen, weil ich eh nicht gut bin. Ja, dann brauchst du aber Battlefield 4 gar nicht aus Jet fliegen, weißt du, das hat einfach keinen Sinn dann. Wird dort einfach ein bisschen... Das ist nicht falsch. Gucken, wie die Grafik so ist und so. Ja, das bringt dir doch nichts, das hat eh nicht spielt. Ja, verstehst du das nicht, Daniel? Du kannst gucken, so viel du willst. Ja, Battlefield 4, ha? Hat eine schöne Grafik. Gut, fertig. Was machen wir jetzt? ey, Daniel, wollen Battlefield 4 spielen? Ja, hat eine schöne Grafik. Oh Gott, geht ans Wasser? Wunderbar. Ich dachte echt. Ein Glück habe ich dieses Ding dahin gebaut, Alter. Das war. Ich hab dir gerade tatsächlich dein Leben gerettet, ich weiß es nicht. So, wir machen jetzt einfach das. Jo. Benny, mach was, mir's warm. Oh. Ja, zieh bitte nicht deine Hose aus. Okay, da trifft sie ja. Ich soll meine Hose ausziehen? Nee. Eben nicht. Und der ist dran. Ein Glück, Alter. Das war ja nochmal haarscharf, ey. Nein! Müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen. Das ist jetzt ungünstig. Erstmal auf ID2 habe ich gehört. Weil man den ganz einfach töten kann. Na, weiter. Benny ist nicht so dumm. Benny geht erstmal auf den guten Igel. Nein, Igel 2 ist gut, ich weiß es. Aber das bringt mir jetzt nichts. Weil, Was war das jetzt gerade? Erstmal musst du nämlich treffen. Einfach das, ja? Ja. Ja. Weißt du, anstatt ja da nach rechts springt, ne? Springt er bei dir natürlich nach links.
ist echt so lächerlich. Das ist halt echt lächerlich. Lächerlich! Ah, überlebe es! Du bist der Igel meines Vertrauens! Nope. Bitte. Oh, das Spiel, also ich ahne, dass das Spiel mal zu meinem Punkt führen könnte. Ja gut, es war... Tobi einfach abgestürzt ist am Ende. Ja, traurig, ja. Tobi war echt la, gut, also... La, la, ja. Wäre Tobi nicht in der Nee, nicht vom Thema ab, Tobi, das ist einfach so scheiße. Das ist eine sehr gute musikalische Untermalung. Aber ich sag mal... Amazing Grace. How sweet the sun. Hätte ich Tobi jetzt einfach nur mit einer Materialschlacht die Lebenspunkte abziehen müssen, hätte ich es nicht geschafft. Das ist schon mal... Schlagausführung, mangelhaft. Ja, Tobi, mangelhaft. Die Idee war gut, aber dann die Schlagausführung war wieder mal mangelhaft. Boah, weißt du, wie gedisst ich mich vorkommen würde, wenn das echt ein Lehrer zu mir sagen würde? Ich glaube, ich schreibe den mal. Na gut, okay, beenden wir die Runde hier. Ich meine, ich habe gewonnen, das war ja klar. Ah ja, das war also klar. Verstehe. Ich muss noch ein bisschen angeben. Ich habe doch sonst keine Freunde am Leben. Okay. Dann bis zum nächsten ja. Mal. Dann seht ihr auch Daniel vielleicht nicht ganz so kläglich abfacken. Ja. Und tschüssi. Lack haben. Bis demnächst.